Region liegt in Kanada. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet. Das kennen wir mittlerweile alles. Far Cry Primal. Oh Gott, das ist auch so ein Spiel, wo ich mir denke, nee, muss ich das haben? Ich finde das Experiment irgendwie spannend. Ich will auf jeden Fall mal ein paar Videos dazu sehen. Hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Aber bis ich das gesehen habe, möchte ich mich ehrlich gesagt ein bisschen zurückhalten. Ich habe bei Far Cry 3 so wahnsinnig daneben gegriffen. Far Cry 4 hingegen fand ich wieder richtig gut. Das Problem ist nur, Far Cry 4 und Far Cry Primal sollen sich abgesehen vom Schauplatz sehr ähnlich sein. Also klar, nicht von der Story her oder so, aber so vom Generellen her. So sehe ich da nichts. Soll nicht sein. Far Cry Primal spielt aber in der in der Primetime. In der Steinzeit. Okay, Primetime wäre echt fieses Wortspiel gewesen. Die Sniper haben jetzt nix, ist okay. Die brauchen auf jeden Fall Deckung. Sie rücken vor. Irgendwas stimmt da nicht. Wir werden dieses Mal komplett anders abgesetzt. Shit. Ich habe Far Cry 3, meine Schwester für die Xbox hat sie Far Cry 4, okay? Oh Mist. Jo, ich habe nochmal besser irgendwas einfallen, um hier abzuhauen. Das finde ich jetzt weniger feierlich, wenn ich ehrlich sein soll. Erstmal die mit den Reflexschüssen rüberholen. Wir wurden ja vollkommen falsch abgesetzt, ich bin total irritiert. Sonst wird man immer frontal abgesetzt, aber dieses Mal sind wir seitlich abgesetzt worden. Jetzt hängt mein Spiel oder was? Jo, meine Kamera hat sich aufgehangen. Finde ich toll. Ach, jetzt geht's plötzlich. Okay. Sieht gut aus. Schade, kein Crit. Jetzt ruckelt's wie Hölle. Jetzt habe ich gerade auch Frames verloren. Ich hoffe, das war kein Disconnect. Zweiter Versuch. Okay, ist Geschichte. Oder war das, weil die Tante so weit oben ist? Der rechnet so lange. Mit meiner CPU los. Er hat den Schuss jetzt berechnet. Er beendet den Zug nicht.
Nein, Leute, da ist was viel Lustigeres los. Meine Tastatur wird nicht mehr genommen. Das Mausrad anscheinend auch nicht. Kann ich hier irgendwie ins Menü? Ich berechne einfach nicht weiter. Muss das Spiel ausmachen, dachte ich mir schon. Yay. XCOM. Wenn er jetzt schon mal meine Escape-Taste nicht genommen. Aha, die Steam-Server sind ausgelastet und das Spiel kann nicht gestartet werden. Okay. Ja, lenkt in dem Skript fest. Dachte ich mir schon, dass die Berechnung nicht abgeschlossen wird, ja. Das sind Bugs. Meine Escape-Taste wird neulich auch nicht gefunden. Also ich konnte die Escape-Taste einfach nicht benutzen. Ja, Bugfinder und so. Mal schauen, wo Autospeichern uns hinschickt. Okay, Landeplatz. Das heißt, ich habe vielleicht Glück und kann's. Oh Mann. Okay, vor dieser Runde also. Gut. Ich finde das krass, dass ich es so leicht festhängen kann, aber oh mein Gott, es soll Schlimmeres geben. Bleibt schon wieder hängen. Ne, bleibt nicht hängen. Da ist irgendwo ein Bug drinnen. Okay, jetzt geht's einigermaßen anscheinend. Bin so leider auch wird auf weil der morgen dafür raus muss. Alles klar, ich wünsche dir Traumzeit, gute Nacht und angenehme Träume. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie zum Laufen, das kann doch nicht sein. Muss ich einen Rechner neu starten für oder muss ich einen Alien oder ein Raumschiff runterschießen oder keine Ahnung. Ich versuch's doch mal mit dem. Fünf, drei, zwei, null, sechs. Das wäre vor der Mission. Ich versuch's doch mal vorher mit dem. Vielleicht habe ich Glück. Beweg vorher einfach mal was anderes. Vielleicht habe ich Glück. Oder das andere Kamera an sich. Ich habe keine Ahnung. Phew. Also das ist das Sunny District, das ein hohes Laufweit.
Dankeschön. Ja, ich zock heute garantiert noch kein Medusa, vielleicht morgen oder so. Aber runtergeladen habe ich schon mal. Da hinten ist irgendwas, was das Ding so total zerschießt. Ich kann es schon wieder nicht bewegen. Das ist. Das ist doch scheiße. Okay, das heißt, wir landen im vorigen Spielstand. Vielleicht haben wir Glück. Uwe-Landeplatz wurde schon entdeckt. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Wenn es schief geht, wissen wir, was los ist. Den haben wir gesagt, den wir raus, den wir den anderen rein. Und los geht's. Auf jeden Fall nochmal gute Nacht und schlaf gut, Tutsi. Zum Einsatz, Strike One. Jo, bis Peter. Später. Mein Onkel heißt Peter. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Ich hoffe mal, jetzt läuft's flüssig. Ich habe keine Ahnung, was da schief lief. Irgendein Skript anscheinend. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, das ist jetzt aber anderes Gelände, oder? Freigabe zum Einsatz erteilt. Die sind random gewürfelt, auch nicht schlecht. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Wusste ich bisher auch nicht. Mit Getöse. Ja. Vielleicht haben wir Glück und der Typ, der jetzt da auftaucht, ist nicht so verbuggt. ...39 beim Plasmagewehr, okay. Da kriegen wir mehr. Halt nicht. Hat nicht gereicht, okay. Schön. So viel dazu. ...55%ige Chance muss reichen. Null kritisch, okay. Und komm schon. Yay! Ich bin ja generell so ein Bugfinder, von daher, ja. Ist halt scheiße, aber mein Gott. Ich kann gute Deckung geben. Plasmagewehr, ja. Ah, 16. 94. Panik oder? Nee. Bisschen Panik. Panik, es kann nicht viel machen, es macht irgendwas, wo es sich in Deckung setzt, jawohl. Ach, schießen kann er trotzdem. Mist. Oh man, ernsthaft. Hit and run. ...42%ige Chance auf die Distanz. Da will ich nicht wissen, was meine Sniper da hoch haben. Kein Ziel verfügbar, auch schön.